Die Geschichte der achtjährigen Naama Margolis war zu viel. Das Mädchen lebt in Beit Shemesh, einer Stadt westlich von Jerusalem, in der viele ultraorthodoxe Juden wohnen. Im israelischen Fernsehen berichtet Naama, sie werde auf der Straße regelmäßig von religiösen Extremisten beschimpft und bespuckt. Sie wollen, dass ich mich wie eine orthodoxe Jüdin kleide. Seit der Meldung vergeht kein Tag, an dem das Fernsehen nicht über Beit Shemesh und die streng Religiösen berichtet. Ultraorthodoxe verlangen, dass Frauen in Bussen hinten sitzen, Mädchen dürfen in religiösem Kindergarten nicht mehr singen, auf Werbeplakaten in orthodoxen Vierteln Jerusalems sind keine Frauen mehr zu sehen. Die Führerin der israelischen Opposition Livni sagt, sie habe genug. Im Kampf um den Charakter Israels geht es nicht nur um Beit Shemesh oder die Ausgrenzung von Frauen. Wir sind gegen alle Extremisten, die uns ihre Weltsicht aufzwingen wollen. Rabbi Yaakov Halperin, Chef der ultraorthodoxen Partei im Stadtrat von Jerusalem, versteht die Aufregung nicht. Die Trennung von Mann und Frau in Bussen hält er für geboten. Eine koschere Frau wird nach ihrer Züchtigkeit beurteilt. Und wenn sie in einem Bus hinten sitzt, dann ist das keine Schande, das ist keine Erniedrigung, es heißt nicht, dass sie weniger wert ist. Sie ist einfach nur züchtig, eine richtige Jüdin. In der Stadt Beit Shemesh leben nun Ultraorthodoxe, die diesem strengen Verhaltenskodex folgen und das wohl auch von anderen verlangen. Bewohner, die sich dem nicht unterwerfen wollen, fühlten sich mittlerweile bedroht, sagt die Mutter der achtjährigen Naama. Es ist unangenehm, beschimpft zu werden, wenn ich auf der Straße laufe und Angst haben muss, wenn jemand an mir vorbeigeht und ich nicht weiß, ob er mich bespucken oder beschimpfen wird. Es geht bei der Aufregung aber um mehr. Viele Ultraorthodoxe leben von staatlicher Unterstützung. Sie bekommen außerdem subventionierte Wohnungen und ihre Schulen sind oft besser ausgestattet als andere Klassenzimmer. Für Streit sorgen also nicht nur die Auslegung religiöser Texte und extreme Verhaltensregeln, sondern auch soziale Probleme. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat versucht, das Thema zu beenden und vor einer Pilotenklasse der Armee erklärt, er lehne Geschlechtertrennung ab. In einem Land, in dem Frauen im Flugzeugcockpit sitzen, können Frauen auch sonst überall sitzen, wo sie wollen.